Kleines Rätsel. Wo ist er heute? Ha? Bei Lidl, aber nicht bei dem Lidl, nee, bei einem anderen Lidl. Ich habe gerade im Angebot gefunden, Erasco. Das Gute daran ist das Gute darin. Ha, ha, ha. Jetzt gucken wir mal. Ich meine, okay, ich bin unterwegs. Ich kann jetzt nicht da in einen Topf unterwegs. Also, tut mir leid. Man soll die Kirche mal im Dorf lassen, ne? Meine lieben Superhelden. Was haben wir denn da drinne? Wasser. Okay, Wasser ist toll. 37% Erbsen. Knapp 6% Bockwurstscheiben aus Schweinchen. Gewürze, Dextrose, Stärke, jetzt geht's los. Geliermittel, Carrageen, Stabilisator, Diphosphat, Gewürzextrakte, Antioxidationsmittel, Rauch. Rauch ist Anti, okay, von mir aus. Kartoffel, Möhren, Salz, Hefeextrakt, Zucker, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Petersilie, Aroma, Spinatpulver, Dextrose, Raucharoma, Verdickungsmittel, Guarkernmehl. Also dieser ganze Pampf hier besteht mal aus Stabilisatoren und irgendwelchen Verdickungsmitteln als aus, hätten sie da einfach Kartoffelmehl da reingehauen. Das verdickt auch. Aber wahrscheinlich viel zu teuer. Egal. Ich werde mir den trotzdem schmecken lassen. Ist mir scheißegal. Ich will gar nicht wissen, was ich sonst so esse. Ne? Man will's nicht wissen. Das ist übrigens ein super Salatdressing, falls ich es noch nicht gesagt habe. Das ist von McDonald's. Wer seine Pommes ohne Ketchup, Mayo oder so, kann sich einfach diese Soße dazu bestellen. Ist ja im Menü inbegriffen. Ja, und dann ein bisschen Orangensaft rein. Also wirklich ein Tickel Orangensaft. Dieses Senfdressing-Zeug, also diese Senfsoße. Über einen Salat, am besten mit Hühnchen angegrillt oder so. Schmeckt richtig geil. Gut, na dann war's das erstmal. Ich stehe noch kurz bei Lidl und sauf meinen Kaffee aus. Und dann hören wir uns.